ein realistischeres Bild dank HDR. 10 plus. Oder doch lieber Dolby Vision. Wir klären heute auf, was High Dynamic Range eigentlich bedeutet, welche Vor- und Nachteile die ganzen Formate besitzen und wo sie überhaupt unterstützt werden. Wenn ihr euch einen neuen Fernseher zulegt, steht dort mindestens, dass HDR10 unterstützt wird. Diese Technologie steht für High Dynamic Range und ist für aktuelle Videoinhalte schon nahezu unverzichtbar. Gegenüber der Standard Dynamic Range, kurz SDR, erhöht HDR10 die Helligkeitsspanne des Bildes und erweitert die Farbtiefe von 8 zu 10 bis sogar 12 Bits. Das klingt jetzt erstmal nicht so überragend, aber allein beim Sprung von 8 auf 10 Bit werden die möglichen Farbabstufungen von den Primärfarben Rot, Grün und Blau von 16,77 Millionen auf über 1 Milliarde erhöht. Damit kommt HDR10 dem, was unser Auge wahrnehmen kann, schon deutlich näher. Mehr Abstufungen betreffen auch den Helligkeitsbereich eures Bildes. Das bedeutet jetzt nicht, dass einfach nur die Szenen und euer Fernseher heller werden. Stattdessen können nuanciert gewisse Bereiche aufgehellt oder abgedunkelt werden. Nehmen wir als Beispiel eine Sonnenbrille mit einfacher Tönung. Sie schützt eure Sicht vor hellen Objekten wie der Sonne, aber verdunkelt automatisch alles andere drumherum. Oder beim Fotografieren ohne zusätzliche Softwareanpassungen. Stellt ihr die Blende auf den hellsten Punkt ein, dann werden alle anderen Bereiche automatisch schwarz. Umgekehrt werden gewisse Bereiche überstrahlt, wenn die Blende so weit geöffnet wird, dass dunkle Bereiche aufgehellt werden müssen. Aber HDR10 regelt den Helligkeitswert für bestimmte Bereiche im Bild. So bleibt der Himmel blau, die Sonne sonnig und die Umgebung in seinen natürlichen Farben, ohne im Dunkeln abzudriften. Fein gezeichnete helle Wolken sind erkennbar oder dunkle Schatten besser herausgestellt. Beim SDR-Standard wird dagegen ein schneebedeckter Gipfel mit einem wolkenverhangenen Himmel verschmelzen. HDR ist der Nachfolger des SDR-Standards. Bei den meisten Geräten hat sich aber mittlerweile HDR10 etabliert. Die 10 steht hierbei natürlich für 10 Bit. Obwohl die Technik viel für das Bild tut, ist sie aber auch limitiert. Metadaten, die angeben, in welchen Farb- und Helligkeitsbereichen ein Medium dargestellt wird, können nur für einen ganzen Film an den Fernseher übertragen werden. Nicht einzelne Segmente. Das kann wiederum zu Problemen führen, auf die wir später nochmal zu sprechen kommen. Merkt euch das schon mal. Da HDR10 für alle Anbieter offen nutzbar ist, findet man ihn bei fast allen Herstellern und Streaming-Anbietern wie Netflix, Amazon Prime Video, Blu-rays und selbst bei Videospielen oder Smartphone-Displays. Das amerikanische Unternehmen Dolby kennt ihr vor allem für seine Tontechnologien wie Dolby Atmos oder Dolby Surround. Tatsächlich werkelt die Firma mit ihrem Sitz in San Francisco auch an Bildübertragungsmethoden, darunter Dolby Vision. Ursprünglich sollte dieses Format Premium HDR-Bilder in Dolby Atmos Kinosäle liefern. Mittlerweile könnt ihr diese Methode aber auch auf dem heimischen Fernseher zu Hause nutzen. Gegenüber HDR10 können Metadaten für die Helligkeit und bis zu 12-Bit Farbtiefe bei jeder Szene oder sogar einzelnen Frames übertragen werden. Das erlaubt eine individuelle Bildoptimierung auf eurem Fernseher und lässt somit jede Sekunde des Films natürlicher und realistischer wirken. Aber im Gegensatz zum alten Standard verlangt Dolby eine Gebühr für die Nutzung seiner Technologie. Dadurch ist sie noch nicht so verbreitet. Dennoch bietet Netflix sowie Prime Video bei einigen ihrer Titel Dolby Vision an. Auch verschiedene UHD Blu-rays nutzen diese Art der Bildübertragung. Und ihr braucht keine Angst haben, dass nur ein Standard nutzbar ist. Wenn euer TV-Gerät Dolby Vision unterstützt, unterstützt er im Normalfall auch HDR10. Es sei denn, ihr habt einen Samsung-Fernseher. Denn Samsung pfeift auf Lizenzgebühren an Dolby und hat einfach seinen eigenen Standard mit dynamischen Metadaten herausgebracht, HDR10 Plus. Und die Qualitätsunterschiede müsst ihr ehrlich gesagt mit der Lupe suchen. Trotzdem ist gerade für den allgemeinen Markt und für uns Endkonsumenten HDR10 Plus eine gute Sache,
denn Samsung verlangt keine zusätzlichen Lizenzgebühren für ihre Technik. Dadurch wird HDR10 Plus unter anderem von Amazon Prime unterstützt. Und Verträge mit großen Studios wie 20th Century Fox und Warner Bros. Sollen dem Standard zur Massentauglichkeit verhelfen. Außerdem nicht nur Samsung-Fernseher bieten diese Technik an. Auch Geräte von Philips, Panasonic, Hisense oder TCL unterstützen HDR10 Plus. Es gibt aber auch Probleme durch HDR10, HDR10 Plus und Dolby Vision. Die werden vor allem durch euer TV-Gerät hervorgerufen. In der Theorie sieht alles wunderbar aus. Mehr Farbtiefe, größerer Helligkeitsbereich, gleich Profit. Oder? Doch Schritt 2 fehlt. Das Empfangsgerät. 12-Bit Farbtiefe klingen fantastisch, doch kaum ein Gerät unterstützt das. Okay, also hier wird erstmal nur Potenzial verschwendet. Bei der Helligkeit kann sich aber ein gravierendes Problem einschleichen. Unter anderem, dass SDR-Bilder besser aussehen könnten als HDR-Signale. Aber wie das? Naja, die Helligkeit wird in Candela pro Quadratmeter gemessen, auch nits genannt. HDR10 umfasst theoretisch einen Helligkeitswert von bis zu 4000 nits. Die meisten Videos werden aber nur bis 1000 nits entwickelt. Dolby Vision kann sogar bis zu einer Helligkeitsstufe von 10.000 nits gehen. Das ist gut und schön, aber aktuelle High-End-TV-Geräte bieten nur eine Helligkeit von 1000 bis 2000 nits an, vereinzelt vielleicht mal 4000. Und ein altes SDR-Gerät sogar nur 400 nits. Was macht also der Fernseher damit? Er verwendet das sogenannte Tone Mapping. Diese berechnet eine viel zu helle Bilddarstellung runter. Dafür werden auf die Metadaten des Quellmaterials zugegriffen. Diese sind aber statisch von den Filmemachern erstellt und geben den Schwarzwert sowie die Maximalhelligkeit an. Und anhand dieser Werte werden von eurem Fernseher alle Szenen entsprechend abgedunkelt. Ihr müsst ja davon ausgehen, dass jedes Bild bis zu 2000 oder 4000 nits hell sein kann. In der Praxis ist das aber oft nicht der Fall. Es werden auch normal helle Szenen, zum Beispiel mit 400 nits, abgedunkelt auf nur noch 100 nits. Und da Filme mit SDR-Methode dieses Problem nicht haben, wirken sie oftmals heller und angepasster an eurem Gerät. Zudem nutzt jeder Fernseher seine eigene Tone-Mapping-Variante. Entsprechend fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Und ja, natürlich könnten die Filmstudios auch dynamische Metadaten anbieten und so für jede einzelne Filmszene Schwarzwerte und Maximalhelligkeit vorgeben. Das wäre aber ein zusätzlicher Aufwand und mit Mehrkosten verbunden. Darum wird das nur selten gemacht. HDR10, 10 Plus sowie Dolby Vision zaubern atemberaubende Bilder auf unsere Fernseher. Sofern wir das richtige Gerät und das richtige Ausgabemedium nutzen. Und hier wird es schwer für uns als Konsumenten. Denn neben diesen Übertragungssignalen gibt es ja auch noch unterschiedliche Empfangsgeräte. Da spielt dann OLED, LCD, QLED und so weiter und so fort eine wichtige Rolle. Es reicht also nicht nur, einen Fernseher zu kaufen, der HDR10 Plus oder Dolby Vision unterstützt. Darum nutzt dieses neue Wissen und schaut euch die technischen Spezifikationen an. Zum Beispiel spielt bei LCD-TVs, die eine besonders hohe Helligkeit von bis zu 4000 nits ermöglichen, Tone-Mapping gar keine Rolle mehr. Hier unsere Empfehlung. Versucht für euer Budget das technisch bestmögliche Display zu bekommen. Also was Spitzenhelligkeit, Farbgenauigkeit und Kontrastdarstellung betrifft. Denn ein auf HDR10 gefertigter Film wird auf einem guten Panel besser aussehen als ein Dolby Vision Meisterwerk auf einem mittelmäßigen Bildschirm. Aber am einfachsten wäre es, wenn sich zukünftig alle Hersteller auf einen Standard einigen könnten und so die Filme sowie das Tone Mapping entsprechend angepasst werden. Naja, man wird ja noch mal träumen dürfen. Ach und kleine Sache noch. Wenn euch solche Videos gefallen, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da und aktiviert auch die Glocke, wenn ihr mehr davon sehen wollt und bla bla bla. Aber vor allem, wenn ihr mehr von diesen Erklärungsvideos haben möchtet, schreibt uns doch mal Beispielthemen runter. Was können wir als nächstes erklären? Wir finden das auch spannend, uns nochmal zu belesen. Worauf muss man eigentlich achten? Was ist denn eigentlich das Spannende an HDR und diesen ganzen Lizenzgedöns? Also, wir brauchen eure Hilfe. Reinschreiben. Ciao.